Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Müsste Mittwoch werden. Ich habe die Tage übrigens, ich bin ausnahmsweise bei meinem Papa. Ja, ich bin gerade in der Küche von meinem Papa. Also komplett neue Location für euch alle. Und ja, ich bin es auch nicht gewöhnt, hier zu drehen. Und vor allem, ich finde, ich sehe gerade aus, als hätte ich eine Mischung aus Gelbstich und furchtbar fiesen Augenringen. Ja, die Sonne kommt langsam schon wieder raus, drum bin ich wieder mit meinem allzeit beliebten Tool unterwegs, der Sonnenbrille. Ich liebe die wirklich. Also die hatte hier anfangs mal noch so Silberdinge, aber die sind abgefallen. Tja. Ja, jetzt habe ich mich irgendwie total verplappert. Ja, aber was anderes. Es geht um Folgendes. Ich habe ein Video gesehen im Internet. Da waren zwei Typen, die haben. Wenn ich jetzt sage, was Komisches mit einem Ei gemacht, klingt das natürlich total schräg, aber sie haben was Ungewöhnliches mit einem Ei gemacht. Und zwar ein Experiment. Und wie ich eben so bin, neugierig ohne Ende. Oh, wartet mal schnell. Aua, aua, aua. Arme schlafen ein, Arme schlafen ein, Arme schlafen ein. Okay. Wie das nun mal so ist bei mir, ich bin neugierig. Da ist übrigens ein Bild von mir mit Leo. Und das ist unser Hund. Nicht der da. Der da. Wartet. Ach, das ist irgendwie so das Ding mit dem. Das ist Tassilo, unser Hund. Ja, falls ihr mal begegnet, sagt Hi. könnt ihr mir auch sagen, er kommt von mir. wahrscheinlich trefft ihr auch meinen Vater oder meine Großeltern väterlicherseits. Ja, oder meine Mom. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall haben die ein Experiment mit einem Ei gemacht und ich dachte, dieses Experiment will ich mal nachmachen, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert. Und zwar funktioniert dieses Experiment wie folgt: Man nimmt ein Ei. Naja, also in unserem Fall nehmen wir zwei Ei, weil ich möchte, wenn es funktioniert, auch eins haben. Man nimmt Pepsi und man nimmt Cola. Und dann legt man das Ei in eine Schüssel, macht irgendwas drauf, dass es zugedeckt ist und lässt es über 24 Stunden stehen. Ich werde dieses Experiment jetzt machen. Und ja, ich werde euch dann beim Vorbereiten mitnehmen und dann, wenn ich das Ei aus dieser Mischung rausnehme. Und ja, ich dachte, ich mache jetzt zumindest mal so ein Intro, damit es nicht nur so irgendwie. Sondern damit ein bisschen was ist. Gut, also ich zeige euch gleich mal die Sachen, die man dafür braucht. Und zwar werdet ihr mich jetzt nicht mehr sehen. Bis dann, ja. Also, bis tschüss. Ein Ei? Pepsi? Cola? Hey, was passiert hier? Okay. Was passiert jetzt? Echt ab. 24 Stunden Also später. löst sich jetzt Hä? ab. Hä? Als ob das durchsichtig wird. Nein! Und es klebt sogar an der Decke! Okay. Lass das machen. Wir haben ja ein Ei hier die Schüssel und jetzt bin ich super gespannt, ob es wirklich funktioniert. Also das Ei muss jetzt hier in die Schüssel rein. Ja. Und jetzt haben wir hier Cola. So. Schaut her, Leute. Wie viel, Jules? Ja, ich würde es so lassen, weil kommt ja noch Pepsi rein. Ja. Wir machen hier noch die Pepsi, oder? Okay, ey Leute, Hier eine Pepsi-Dose. ich kann mir vielleicht vorstellen, guck mal, wie das hier schon so durch dieses Kribbeln, nee, durch die Die Kohlensäure, dass sich Kohlensäure. das irgendwie nach der Zeit halt so auflöst. Aber der Jule macht jetzt hier noch die Pepsi rein, einfach mal so, dass man Genau. so sehen Machen wir die kann. Pepsi. Hier, Pepsi, kommt noch schön rein. Dann beobachten wir mal, wie Pepsi mit Cola reagiert. Soll ich noch ein bisschen machen, bis es voll verdeckt ist? Macht. Ja, mach so das Ei, dass es wirklich komplett verdeckt ist, okay? So, noch ein bisschen mehr. Ich glaube, das treibt da ein bisschen nach oben, oder? Ah, nee, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, Noch noch ein ein bisschen, noch ein bisschen? bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und jetzt ist es komplett Okay, verdeckt. perfekt, optimal. Okay, jetzt müssen wir. Eine andere Schale drauf machen oder Teller. Ja, genau, einen Teller noch so. Ich bin so gespannt, Leute, ob das funktioniert. Was denkt ihr? Kann das funktionieren? Schaut mal, das Ganze lässt hier schon nach, dass jetzt die Schale sich auflöst. Also, das wäre schon ein bisschen weird. Wenn Pepsi und Cola so reagieren, Okay, das machen wir Ganze hier jetzt drauf. hier draufstellen. Und dann, Leute, sehen wir uns in 24 Stunden wieder, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert. So, 24 Stunden sind um und wir sind ready, um zu schauen, ob es funktioniert hat. Jules, was denkst du? Ich kann es eigentlich nicht vorstellen, gell, dass Pepsi und Cola so reagiert, dass sich ein Ei auflöst und Hey, unsichtbar doch, wird. das ist doch die Durchsichtig Kohlensäure, wird. es ist ätzend auf die Schale. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es so aufweicht. Irgendwie, keine Ahnung, nee. Also, ich kann mir zumindest vorstellen, dass die Schale. Also, ich fände es übel verschickt, wenn es jetzt wirklich funktioniert, dass die Schale weg ist, beziehungsweise dass sie jetzt durchsichtig ist. Okay, Leute, ich bin super gespannt. Oh mein Gott, der Moment der Wahrheit. Hoffentlich sitzen meine Haare, aber das spielt jetzt keine Rolle. Es geht nur darum,
ob das Ei jetzt durchsichtig ist. Wir schauen. Okay, das spannende Moment. 3, 2, 1 und. Ja, man sieht das Ei gelb? Ach so. Oh mein Gott. Hol's mal raus. Alter! What the fuck? Leute, wie sieht denn das aus? Als ob das jetzt echt funktioniert hat. Okay, das. Krank! Der schickt mich jetzt gerade brutal, gell? Hä? Ich komm darauf gar nicht klar. Leute, wie das aussieht, schau mal, wie klipprig. Wie das, klipprig das, das ist. Fass an. Oh mein Gott. Alter, diese Konsistenz, ey. Das ist voll verschickt. Hä? Warte. 3, 2, 1 und. Ah! Jetzt bleibt kleben! Als ob. Hä? Okay. Das ist krass. Es hat funktioniert. Ich weiß nicht warum. Es ist, keine Ahnung, Magie, Physik. Wie Cola und Pepsi reagieren, kommt sowas raus. Also, die Sachen, die man dafür braucht, sind ein Ei. Wir hoffen jetzt wirklich, dass es Bodenhaltung ist und nicht nur da drauf steht, weil weiß man ja manchmal nicht. Dann braucht man einmal Cola. Und zwar am besten ohne irgendwas drin. Einmal die Pepsi. Und ja, dann tut man das in eine Schüssel, die hier stehen sollte. Und deckt es ab mit einem irgendwas, das hier stehen sollte. Ja, Vorbereitung ist jetzt nicht immer unser Ding, aber gut. Ja, aber ihr werdet gleich ja mehr sehen. Und dann werdet ihr vielleicht auch, wird leichter sein, weil manchmal ist es einfacher zu sehen als zu reden. Also, bis nachher. Tja, also mein Hasen. Oh, ich habe einen Bonbon im Mund, Entschuldigung. Also mein Hasen kennt ihr ja jetzt schon sehr gut, aber das ist Tassilo, unser Hund. Der Familienquotenhund. Ja, ist doch so. Warum Quote? Naja, wir haben einen Hasen, einen Hund, aber keinen Affen und kein Pferd. Ah ja. Genau. Tassilo, sag mal Hallo zu meinen Zuschauern. Also Tassilo ist jetzt 7. 10. Hm. Wow, da habe ich mal. 70. Also 70 insgesamt. Hm. Alter Mann. Ey. Dann wurde er schon grau. Und deswegen wurde er auch schon grau. Funny Fact, unser Hund hat dann fast denselben Stellen graue Flecken wie unser Hase, wenn der Schnee kommt. Das ist voll witzig. Ja, das sind übrigens die Schuhe von meinem Papa. Und ja, gut. Ich bin gerade dabei, ein Video für YouTube zu drehen, weil ich ja die Leute mitnehme bei diesem Experiment. Nö, das bleibt da. Schuhe vom Papa können da gedruckt werden. Ja. Meine Videos haben keine gute Qualität, weißt du. Ja. Nein, das will ich ja mit aufnehmen. Also, heute habe ich mal, ihr habt jetzt gerade meinen Papa gehört. Witzig. Das erste Mal, dass ihr Papa gehört. So. Gut, also das ist unser Hund. Also, jetzt kommen wir zu meinem Experiment und meiner fabelhaften Assistenz, meinem geliebten Papa. Sag Hallo zu meinen Zuschauern, Papi. Hi. Also, wir nehmen jetzt mal 2 von den Eiern, weil wie gesagt, ich will auch eins haben. Mama sagt 1. Ja, okay, dann nehmen wir halt ein Ei. Ihr wisst ja, wenn meine Eltern was sagen, kusche ich. Wenn meine Lehnsherrin meinte, so gebe ich nach. Und dann müssen wir jetzt folgendes, ich habe gerade voll Angst, dass das Ei gleich aufplatzt. Dann nehmen wir mal jetzt die Cola. Daddy, kriegst du die Cola auf? Jetzt schüttest du langsam so viel Ei, bis das Ei oben noch etwas sichtbar ist. Langsam. Wir schütten jetzt also. Oh, es schwimmt. Aber sowas von, das heißt, es ist frisch. Ich glaube, das reicht. Stopp mal. Also, das. Nein, noch ein bisschen. Nee, kommt ja noch Pepsi drauf. Ja, ja, schon okay. 700 vom Ei. Ja, okay. Der ordentlich das Pepsi dazu, das fängt an schäumen. Das ist ja voll weird. Das blubbert voll schon um das Ei rum. Also, eins sage ich schon mal vor rein.
Wenn das echt funktioniert. Das willst du zumachen, oder? Nee, erstmal die Pepsi noch drauf. Wenn das nur bedecken. Echt, ja. Ganz voll. Nur das Ei bedecken. Nee, das war schon fast. So. Nee, mehr. Mehr. Wenn man mal nicht hinguckt jetzt. Es kommt eh nochmal hoch. Nein, das kommt, das ist ja jetzt. Nur ein bisschen. Okay, Mama. Stopp. Mama ist da immer sehr genau, was Wissenschaft angeht. Meine Mama ist die einzige in unserer Familie, die Abi hat. Die Anleitungen lesen kann. Das stimmt auch. Ja, und jetzt müssen wir ja diesen Teller irgendwie da drauf kriegen. So, und das bleibt jetzt 24 Stunden und ach, dann daheim. Das fliegt ja morgen früh weg. Ja. Da fliegt uns die Schweine im Weltall davon, ich sag's. Das tue ich noch. Ja, gut, das muss jetzt 24 Stunden ruhen und in 24 Stunden gucken wir dann mal, ob sich das Ei aufgelöst hat. Das machst du. Aber eine Sache sage ich dir, wenn es das echt passiert und es dann zu diesem Clipper-Ding wird, wie in dem Video, dann trinke ich nie wieder Cola. Egal ob Pepsi oder Cola. Das wäre so eklig. Also, bei uns sind jetzt mehr als 24 Stunden vergangen, weil wir haben es gestern um 17.30 Uhr gemacht. Ja. Und jetzt haben wir 19.05 Uhr. Wie viel genau Unterschied das ist, fragt mich nicht. Ich habe kein Zeitgefühl. Jetzt ist voll räumlich, ja, Papa hebt mal den Deckel hoch. Jetzt bin ich so gespannt. Also, ich sag's, hat funktioniert. Naja. Also, es hat halt. Vielleicht Schäle, das ist schon. Nee, es hat halt Verfärbung, würde ich sagen. Das ist jetzt Cola, aber das da innen, das ist voll. Wie sagt man da dazu? Was wollte ich machen? Eigentlich sollte es sich ja auflösen, also die Schale komplett, sodass sie dann am Ende, dass man nur noch das Ei... Halt Bio, oder? Nein, das war kein Bio. Das war nur von freilaufenden Hühnern. Hm. Also das da innen, das ist so, wie heißt man das? Clipper. Okay. Jetzt müssen wir das machen, was alle vernünftigen Erwachsenen machen, wenn sie mich weiter wissen. Mom! Was ist, wer will ich mitmachen? Du, das Ei ist nass. Ich hasse nass anzufassen. Du hast nass anzufassen. Wenn man das Ei nicht, wenn das jetzt noch, was, wenn das da jetzt nur innen drin roh ist, dann klatscht du jetzt auf ein Ei und dann kommt, Papa, mach's nicht. Mach nicht. Was? Mach keinen Quatsch. Das hat sich ja noch geheilt irgendwie. Nee, da ist schon so. Ja, der hätte es nochmal einen Tag drinnen lassen. Das ist so. Nee, das ist doch nur verfaut. Das ist nicht... Lass nur einen Tag drin und stell es wieder ins Büro. Ah ja, das ist bloß verfaut. Sag ja, ich doch. Stell es nochmal ins Büro. Also gut, wir machen das Experiment noch einen Tag länger. Wieder zurück ins... Jetzt würde ich sagen, das Ei ist offen. Okay, also dann morgen um 19 Uhr teilt Versuch Nummer 2. Okay, also das ist jetzt mal erstmal der erste Teil. Ich teile dieses Video mit dem Ei auf 2 Teile auf, weil dauert länger, als ich gedacht hätte. Und es ist jetzt nicht wie ursprünglich geplant nur 24 Stunden, sondern wir probieren es noch weiter. Also wir sehen uns beim nächsten Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass es noch funktionieren wird oder nicht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die band.retweet.outlook.com. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.